Herzlich willkommen zu Sunkenland. So, ein neuer Tag ist angebrochen. Ich habe geschlafen, damit es mal nicht so spät ist. 7.47 Uhr. Oh. Den nehme ich noch mit. Ich habe schon mal ein bisschen zwei Marlins mir eingesammelt unterwegs. Hab ein bisschen was gegessen. Hab ein bisschen was gekocht. So, jetzt habe ich noch mal eins zum Essen. Zwei zum Essen dabei. Den hier esse ich gleich, dann bin ich ganz gut ausgestattet. Ich habe was getrunken und das hier lasse ich noch da. Das Holz lasse ich auch da. Ich habe meine neue Armbrust dabei und ich will aber in erster Linie tauchen. Ich würde dieses Shirt hier noch loswerden. So. Ich habe mir inzwischen mit dem bisschen Baumwolle, was ich hatte, eine warme Jacke gemacht. Ich bin halbwegs angezogen, allerdings habe ich immer noch diese bekloppten Schuhe an. Was war denn mit den Flipflops? Rüstung plus 1. Was konnten die hier? Rüstung plus 2. Na ja, gut, dann lasse ich die Stiefel, glaube ich, mal an. Und will die Zeit jetzt erstmal nutzen, um tauchen zu gehen. Was ist das da hinten eigentlich? Vermutlich ein bis an die Zähne bewaffnetes Boot. Vielleicht nehme ich doch mal mein Bötchen mit. Allein schon wegen des vielen Platzes, den die Truhe hinten bietet. Und ich könnte erstmal noch ein bisschen zurück. Ich könnte mal gucken, was dieses Boot mit dem Segel da auf sich hat. Kann ich mich nicht erinnern, dass das bisher schon da war. Aber hey, wahrscheinlich sehe ich dann gleich, wer da so ist. Aber ich könnte ein bisschen rumpaddeln und gucken, ob es unter Wasser noch was Tolles zu looten gibt. Ich habe noch nicht genug Kram, um mir diesen Scooter zum Tauchen zu holen. Das heißt, Tieftauchen ist immer verdammt knapp. Oh ja, da sehe ich schon zwei stehen. Und das ist größer, als ich dachte. Und dahinter ist eine richtig große Insel. Okay. Ja, ich fange mal klein an. Schau mal, was das hier ist und ob es da Feinde gibt. So, gleich da. Das sieht gut aus. Was ist es? Keine Meldung. Na, hast du immer, du hast dies und jenes entdeckt. Okay, ich steige einfach mal aus. Kann ich da hoch? Ich komme hier nicht hoch. Oh, das ist eine größere Anlage. Ah, jetzt Raffinerie. Neutral, sehr gut. Neutral ist super. Neutral heißt, hier ist niemand, der mich angreift. Was gibt es hier denn so Schönes? Ich sehe Schwefel und ich sehe so ein großes Auto. Was ich für die nächsten Sachen zum Craften vor allem brauche, sind Komponenten. Und ich hoffe, aus Autos welche zu kriegen. Mal schauen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay. Das ist Schwefel. Das brauche ich nicht. So Zeug brauche ich. Brauche ich auch nicht. Hier, letztendlich kann ich einmal kurz runter irgendwas einsammeln, sofort wieder hoch. Okay. Da liegt noch was. Oder ich habe ja in den Kommentaren den Tipp gekriegt, sehr viel Metallschrott zur Händlerin zu tragen. Dann würde ich dafür vielleicht auch den Scooter kriegen. Das heißt aber, ich glaube, es hieß 30 oder 40. Da muss ich richtig viel Zeug looten, wenn das funktionieren soll. Auch Metallschrott. Und eine chemische Substanz. Oh, endlich was Neues. Cool. Und ich muss schon wieder hoch. Nehme alles und... Ah, fortgeschrittene Teile und Komponenten. Ich glaube, ich habe schon so viel eingesammelt, dass ich gleich wieder das hier mal reinpacke. So, lass mal gucken. Also, einmal Rotalge, Schrott ist gut. Chemische Substanz hatte ich bisher noch nicht. Fortgeschrittene Teile hatte ich auch noch nicht. Elektronische Teile hätte ich schon für irgendwas brauchen können. Ich weiß aber nicht mehr was. Und drei von denen hier. Und Glas. Super. Ein Stückchen vor. Falsche Seite. So. Aber ich hätte mir ein Stück weiter paddeln müssen. Ja, da gehe ich, glaube ich, nochmal runter. Oh, und da ist... Das sind aber Marlins, das ist okay. Oder? Ja,
Das sind Marlins. Okay, ich glaube, ich werde hier erstmal alles, was ich sehe, mitnehmen. Da scheint schon sehr viel spannendes Zeug zu sein. Ah, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ein bisschen weiter wegzufahren. Ah, nee, ich bin schon zu weit runter. Meine Gesundheit ist endlich wieder besser. Das will ich nicht gleich wieder aufs Spiel setzen. Sehr viel Metall, einmal Komponenten, super. Okay, halt, da ist noch was. Kann ich die mitnehmen? Ja, wahrscheinlich Gummi, genau. Okay. Und da sehe ich noch einen Stapel liegen, so Geraffel. Einmal durchschnaufen. Mehr Metallschrott, super. Was mit diesem Rohr? Da ist noch was. Ah, sehr gut, halt. Einmal nach oben. Die Raffinerie. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Ja, Autos wären wahrscheinlich auch noch gut. Metall und Komponenten. Einmal Komponenten. Stoff. Da hinten war noch eins. Das nehme ich auch gleich noch mit. Glas und Gummi. Ich weiß im Moment nicht genau, was ich mit Glas machen kann. Da könnte man vielleicht da reinkommen. Und wo ist mein Boot? Eigentlich habe ich genug Marlinhaut, aber es fällt dann ja immer etwas später auf, wenn man Zeug braucht. Und zu essen brauche ich dann ja auch wieder. Sag mal, wie viel hältst du denn aus? Komm zurück. Hab ihn. Na gut, dauert mir zu lang. Ich fürchte, meine Truhe ist auch immer voll. So, Fleisch, Glas, Stoff, Metall. Teile, das kann ich alles aufeinander packen. Nee, da ist noch Platz. Geht. Ach, dann nutze ich den Tag und schau, was ich noch. Hier ist nochmal Gummi. Wenn ich nur so einen Sauerstofftank oder sowas hätte. Schnell wieder hoch, schnell wieder hoch, schnell wieder hoch. Oh Mann. Ja, eine Taucherausrüstung. Aber ich gehe mal davon aus, also das würde mich sehr wundern, wenn man hier keine Taucherausrüstung bauen könnte. Ich habe es nur noch nicht rausgefunden, wie es geht. Benzin. Okay, wird sicherlich auch noch interessant. Da ist noch mal eins. Ist auch nochmal. Und da ist ein Eingang. Oh. Ja, das ist natürlich riskant. Gut, ich habe immer noch Platz. Und das noch mal zurück. Und könnte was essen. Und so, nochmal zwei Slots frei. Sehr schön. Bin ich gespannt. Da ist bestimmt cooles Zeug drin. Oh, ein kaputtes altes Repetiergewehr. Und nix wie zurück. Ah, das bringe ich, glaube ich, gleich mal hier in meine Truhe. Und schaue es mir mal in Ruhe an. Was war das? So, ich habe einen Bauplan Jetstream Bowrider. Was ist denn ein Jetstream Bowrider? So eine Art Surfbrett? Ein hölzernes Segel. Oh, geil. Ein hölzernes Segelboot, das Platz für 4 Personen bietet. Es verfügt, weiß ich nicht. Aber es ist ein Boot. Sehr, sehr gut. So.
Was lasse ich hier? Klebeband. Okay, jetzt habe ich schon 30, 60. Oh, ich habe reichlich Metall. Und eine ordentliche Hose. Die hat Rüstung 3, die hat Rüstung 2. Okay, dann wird die erstmal hier. 13:48, da ist ja immer noch Zeit zu tauchen. Ich gehe nochmal runter. Jetzt hoffen Sie, dass ich mich da drinne nicht verlaufe. Oh, noch mehr cooles Zeug. Nehme ich alles mit, gucke ich mir später an. Das ist kein Ausgang. Ja, ich kann da immer nur kurz rein. Ich hoffe, es geht nicht zu weit rein, weil dann kann ich da gar nicht in alle Räume. Und hier. Ruhe. So, Glasstoff, elektronische Teile, fortgeschrittene Teile, 4 Komponenten. Boah, da habe ich jetzt 10. Fantastisch. Schrotpatronen. Ein kaputtes Repetiergewehr. Jetzt habe ich schon 2 so. Teile, ich nehme an, ich brauche mehr davon. Und rauchloses Pulver. Okay, moderne Munition, Waffenteile. Sehr schön. 14:21. Läuft. Oh, hier sehe ich auch nochmal Sachen. Moment. Okay, da ist auch noch was. Dann nehme ich erstmal den Kram hier draußen nochmal mit. Sehr schön. Jetzt habe ich nicht mehr genug, um drinnen noch zu tauchen. Habe ich denn hier draußen ordentlich gelootet? Glaube ja. Ach da, Gummi. Oh halt. Oh halt. Hier, alles muss mit. Auch wenn es nur 5 Gummi ist. So, hier draußen war ich da schon. Und nochmal reinkommen. Das, da war auf jeden Fall noch was. Irks! Schnell durchatmen. Ach. Hier oben alles im grünen Bereich. Noch bin ich auf dem Wasser nicht angegriffen worden, aber ich vermute auch, das ist kein Tabu und wird irgendwann passieren. Hoffentlich nicht, solange ich nur ein so ein Tretbötchen habe. Hochwertiges Parfum. Das ist wahrscheinlich eher zum Verscherbeln gut. Oh, sehr gut. Und ein Kühlschrank. Ein Getränk, sehr gut. So, das ist sauber gelootet. Dann bringe ich die Sachen auch gleich mal hier ins Boot. Wow, ich werde richtig viel Zeug. Oh, jetzt sind dann... Lungenfunktionsprobe. Verlängert vorüber die Tasche. Ah, das behalte ich in der Tasche. Brust. Ich weiß ja nicht genau. Oh nein! Okay, habe ich eingepackt für Notfälle. Erst nochmal durchatmen. Dann nochmal runter. Vielleicht kann ich da nochmal einen Raum durchsuchen. Ich versuche mal den hier hinten. Stiefel, die sehen doch gut aus. Okay, der Raum ist durch und ich bin hier reingekommen. Sehr gut. Ich wünschte, ich könnte so einen Marker setzen. Irks, das wird schon jetzt schon knapp. Oh je. Ich glaube, viel weiter kann ich so tatsächlich nicht rein, außer ich nehme gleich diesen Lungenfunktionsbooster mit. Ah. Rüstung 2. Ach, sehr gut. Ziehe ich doch lieber die hier an. Die sehen viel besser aus. Und da ist kein Platz mehr. Okay. Dann kann ich mir noch einmal die Taschen voll machen und dann war's das.
Und dann wird es aber, glaube ich, eh auch fast dunkel. Und dann trage ich meine wertvollen Schätze nach Hause. Vielleicht mache ich hier einmal links rum. Da ist nix. Da geht's nochmal raus. Oje, ich bin zu knapp dran. Oh, ich bin zu knapp dran. Ich bin zu knapp dran. Und ich hoffe sehr, jetzt hänge ich fest. Oh nein! Ugh, bis ich jetzt dieses Zeug zum Tauchen habe. Eieieiei. Okay, in die hinteren Räume, das wird schwierig. Da riskiere ich, auf der Strecke zu bleiben. So, kann ich noch irgendwas? Das kann ich noch reinpacken. Die Hose. Rüstung 1. Da ist die doch schöner. Ich glaube, ich lasse es damit erstmal gut sein. Und vielleicht fahre ich noch bei der Händlerin vorbei. Und guck mal, ob ich ihr ein paar von den Sachen andrehen kann, die ich da jetzt gerade gekauft habe. Ja, sehr gut. Das hat sich ja wirklich gelohnt. So, dann fahre ich hier einmal um die Insel. Jetzt ist es doch ganz schön spät geworden und schon fast wieder dunkel, aber ich glaube, die Händlerin hat noch auf. Jetzt gucke ich mal in meine Truhe. Also ich nehme mal das Eisen mit. Vielleicht nicht alles. Die Hose behalte ich mal. Die anderen Sachen behalte ich auch alle mal. Halt, das hier. Das kann ich verkaufen. Die zwei Sachen versuche ich auch zu verkaufen. Das packe ich hier mal rüber. Okay. Hey. These days, people take whatever. Lass mal sehen, was du hast. Ich hätte nämlich gern den Tauchscooter. Leider gibt es hier, was gibt es noch? Farbe, Tapete. Ich glaube, schade ist, dass ich hier nicht sehen kann, ob ich das schon gelesen habe. Aber ich glaube, verstärkte Strukturen hatte ich schon. Fußbodenplatte hatte ich nämlich auch schon. Tapete habe ich sicher nicht gekauft. Farbe auch nicht. Ballistische Faser brauche ich noch nicht. Aber ich hätte gern den Tauchscooter. Messer wäre auch nicht schlecht. Okay. So, wie sieht's? Get lost. Stiefel? Parfum. Ist es nichts wert? Hier steht ziemlich wertvoll. Kann man das irgendwie... Ich habe noch nicht rausgefunden, mit welcher Taste man das alles auf einmal reinklappen, reinkippen kann. Und vor allem, man kann es natürlich einfach wieder rausholen, indem man einfach abbricht. Das ist gut. Aber sie sagt immer noch, get lost. Verflixt. Eigentlich würde ich das alles gern behalten. Aber für so einen Tauchscooter. Also ich habe ihr jetzt 30, 60, 75, 90. Ich habe jetzt über 100 Eisen angeboten. Plus Hose und Parfum. Und sie will mir das Ding nicht geben. Was hat sie sonst noch? Ja, eigentlich nichts, was ich gerne unbedingt brauche. Okay. Dann nicht. So, ich habe noch alle meine Sachen. Ja. Ich gleich mal meine Limo. Ja gut, dann muss ich jetzt halt in der Dunkelheit nach Hause. Das Boot mal an. Ugh. Ja, tschüss. Echt. Nächstes Mal holze ich dir deine Bäume ab. Und ab nach Hause. Schön die Sachen in die Kiste räumen und gucken, was man damit machen kann. So, ich bin zu Hause angekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, alles neben bloß nicht. Da fällt dann die Hälfte auf den Boden und ich habe ein großes Problem. Ich gehe lieber ein paar Mal hin und her. So, ich habe alles ausgepackt. Wie ich mir eigentlich höre, Geräusche. Aber hey, ich habe zumindest, ich habe mir neue Kisten gemacht, weil einfach zu viel Kram war, habe hier...
Salz und Schwefel, hier Metallschrott und Eisenerz und da die anderen wertvolleren Sachen ein bisschen weiter weg vom Eingang. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, ich muss erstmal essen. Und eigentlich auch hier gleich überall einmal nachlegen. So. Wasser muss ich auch schon. Ich habe hier noch. Oh, ich bin sehr hungrig, sehe ich gerade. Da kann ich was gegen machen. Und nochmal Wasser trinken. Und dann muss ich natürlich wie immer nochmal Wasser holen gehen. Da komme ich an keinem Tag drum rum. Das mache ich jetzt nochmal. So, ich habe mal geguckt, was ich tatsächlich nicht machen kann, ist hier, also 15 Komponenten habe ich noch nicht. Das heißt, ich kann die Werkbank, also den Forschungstisch, noch nicht aufwerten. Und aber ich stelle fest, ich kann tatsächlich, ich könnte Komponenten selber machen. Aus Glasgummi und Dinger. Das ist ja super. Na dann mache ich mir doch meine Komponenten selber und baue dieses Ding hier aus. Und dabei gucke ich nochmal hier. Ich hatte ja eine Sache gelesen, die ich neu bauen konnte. Was war denn das? Oh, ich könnte einen schönen Holzschrank machen. Auch gut. Aber das mache ich erst, wenn das Haus ein bisschen schöner ist. Es hat ja noch nicht mal ein Dach. Das kommt dann erstmal als nächstes. Ich brauche noch ein paar von diesen Gerätschaften. Und ich will ein schönes Boot. 10 elektrische Teile, 10 fortgeschrittene. Ja, ich glaube, so viele habe ich noch nicht. Ich könnte ein hölzernes Segelboot bauen. Das wäre auch schon mal ein Fortschritt. Aber vielleicht sollte ich lieber mal Verteidigung machen. Eine verstärkte Barrikade, die schusssicher ist und maximal mit Eisenbahnen. Oh. Tja, wie komme ich an Eisenbahn? Das klingt immer so ein bisschen nach Besuch, aber ich glaube, das kommt irgendwie von da hinten. Ja. Eine Barrikade. Stacheldraht habe ich schon gebaut ein bisschen. Da könnte ich noch mehr machen, aber ich habe so einmal rundherum. Jetzt muss ich nur noch vorne verteidigen, außer ich baue mir so eine richtige Mauer drumherum. Das wäre wahrscheinlich sogar ganz smart. Geht aber nicht mit dem hier. Und wie ist es mit einem Dach? Verstärkte Wand kann ich. Okay, wo kriege ich diesen Schmelzofen oder was immer es ist, was ich brauche für den Dingens her? Weiß ich noch nicht. Waffenwerkbank. Ah, dafür brauche ich auch die Eisenbahn, Reparaturwerkbank, Akkuladegerät. Gut, das heißt, ich brauche mal eine Reparaturwerkbank. Die könnte ich eigentlich gleich mal machen. 3 Komponenten und 8 Eisen. Ich habe tatsächlich 14. Bin versucht, noch eine Komponente zu machen und erstmal den Forschungstisch auszubauen. Was machen wir? Ich glaube, ich brauchte noch Holz. Bestimmt noch Eisen. So, und wie war das mit Komponenten? Ah, das muss ich erst forschen. Sowas. Gut. Komponenten. Und dann kann ich quasi irgendwo selber Komponenten machen. Wahrscheinlich hier. Hier, Komponenten. Eine fehlt mir noch. Ich mach gleich noch ein paar mehr. So. Und dann ist die Frage, was brauche ich noch, um den aufzuwerten? 25 Holz und 25 Eisen und nochmal 20 Gummi habe ich gerade. Nicht viel verbraten? Nee, habe ich. Habe ich. Okay. 25, das reicht. Dann bin ich doch jetzt einen ganzen Schritt weiter. Upgrade. Jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich hin will. Ein verbesserter Grill, Schwarzpulver. Ah, einen Molotow-Cocktail. Und ich kann die ersten Waffen machen. Fantastisch. So, hier ist überall Eisenbahn gefragt, das heißt. Und eine höhere Rucksackkapazität, das gefällt mir auch gut. Haifischhaut. Oh. Und noch besser, kleine Atemluftflasche. Gut, also brauche ich Eisenbarren und die Frage ist, hier, um Erzen mit Ofen. Dafür brauche ich nur noch ein bisschen Schrott. Oh Gott, wo stehe ich das denn hin? Jetzt muss ich vielleicht doch parallel noch meine Bude ausbauen. Den Ofen.
Okay. Das heißt, jetzt kann ich irgendwo auch hier Waffenwerkbank, Ofen. 8 Gummi. Okay, das heißt, diese, oh, die Raffinerie war eigentlich alles, was ich brauchte, um die wichtigsten Sachen zu craften. Allerdings geht mir jetzt dann, glaube ich, bald der Kram aus. Achso, halt. Craften, nicht forschen. Hier den Ofen. Kann ich bauen? Oh Gott, ist riesig und ich habe keinen Platz mehr. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall, ich brauche Eisen. Oder vielleicht baue ich ein bisschen mit Holz. Ich weiß gar nicht. Moment. Erstmal essen und trinken. Next ist gleich drauf. Ding ist noch okay. Tür zu, falls jemand kommt. So langsam wird das Ding hier wertvoll. Und vielleicht könnte ich hier oben schon mal mit einem Mäuerchen anfangen. Habe ich noch Platz in der Tasche? Nicht so viel. Eigentlich würde ich hier gerne, wie war denn das, einen Fußboden hinbauen und dann könnte man da ein ordentliches Haus drauf bauen. Moment, wie war denn das mit dem Fußboden? Das ist die Verteidigung, das ist Wohnen, Sofa, aber das sind eher Möbel und das heißt, das hier ist Haus bauen. Holzboden kann nur auf Pfeilern gebaut werden. Ja, könnte ich den jetzt hier wahrscheinlich nur auf Holzpfeilern. Ach so. Holzpfeiler. Wird verwendet, um obere Strukturen zu stützen. Was ist denn das Pendant mit Metallboden? Den kann ich da auch nicht drauf bauen. Okay. Vielleicht muss ich dann erstmal wirklich. Will ich hier eine Metallwand? Ja, hier könnten schon welche raufkommen. Ich baue hier mal eine Metallwand hin. Und. Was ist denn außen? Ist wahrscheinlich egal. Bauen. Und hier mache ich eine mit Fenster. Das ist nämlich jetzt schon zu finster. So, und dann stelle ich hier die, wo ist es? Den Ofen. Den stelle ich hier hin. Schön geschützt. Wie rum muss denn der? Wahrscheinlich so rum. So. Und Platz sparend. Okay. So, und dann braucht er natürlich ganz viel Holz. Machen wir gleich rein. Und Metall, das Erz habe ich unten. Und jetzt habe ich langsam wirklich einen Haufen Zeug, das ich schützen muss, wenn Leute kommen. Wie mache ich das? Also hier geht es auch schon hoch, aber hier könnte man so ein. Ich habe ja noch Eisen. Ich könnte hier einfach gleich noch so ein bisschen 12 Stück brauche ich da. Okay, das ist echt. Das einfach so hier hinbauen. Und die direkt daneben. So. Dann kommen die natürlich immer noch hier rein. Es wird zunehmend schwieriger, also das alles zuzubauen ist echt. 12 ist schon sehr teuer. Vielleicht arbeite ich lieber mit Stacheldraht, kostet die Hälfte. Metalltor. Geöffnet und geschlossen. Die deutschen Bezeichnungen passen hier einfach irgendwie nicht hin. So, wenn ich hier so ein Metalltor hinbauen würde, können die das dann aufmachen? Ich probiere das mal aus, einfach um es zu sehen. Wow! Okay, Tür zu. So, dann können sie immer noch hier, kommen sie nicht so gut hoch. Hier nebenan könnte man noch so ein bisschen. Jetzt komme ich in. Jetzt bin ich begeistert. Ich baue. Dann habe ich vielleicht eine Seite zu. Das würde es nochmal weit leichter machen. Aber ich habe keinen. Ich habe.
nicht genug Zeug. Ich könnte höchstens hier nochmal Stacheldraht hinbauen. Nee, ich mache da Wände hin, wenn es soweit ist. Und würde jetzt mal hier nochmal Stacheldraht hinbauen. So, aber so, dass ich quasi auf jeden Fall da noch eine Mauer hinsetzen kann bei Gelegenheit. Ah, jetzt habe ich nicht mehr genug. Okay, dann packe ich das hier oben mal rein. Ah, man kann immer nur eins reintun. Das ist ja blöd. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall hier noch eine Kiste, damit ich den Kram hier lagern kann. Ich brauche Eisen. Ich habe kein Eisen mehr. Super. Das war mein letztes. Dann baue ich da oben eine schicke Holzkiste hin. Was soll's. Eine Holzkiste bitte. Eine Holztruhe. 10. Oder eine Munitionskiste. Oder eine Metalltonne. Ja. Okay, ich baue ausnahmsweise mal eine Holztruhe. Und schieb die hier unten so rein, wenn das geht. Nee, geht nicht. Also geht schon, aber ist dann ja irgendwie so mitten im... Das macht ja keinen Sinn. Guck die mal hier hin. So, und da kommt dann das Zeug rein. Ja, und da bin ich doch irgendwie ganz gut dabei eigentlich. Ich glaube, das war ein sehr erfolgreicher Tag. Und ich weiß auch schon, wo ich auf jeden Fall als nächstes noch mal tauchen gehe. Weil das hat sich echt gelohnt. Ich werde auf jeden Fall nochmal zur Raffinerie tauchen und in der Zwischenzeit ein bisschen meine Sachen sortieren. Aber das ist jetzt schon sehr viel übersichtlicher geworden, dadurch, dass ich ein bisschen was gebaut habe. Und dann werde ich in der nächsten Nacht mal alles lesen, was ich an meinem neuen Forschungstisch jetzt noch so lernen kann. Das scheint nämlich ziemlich viel zu sein. Und dann muss ich irgendwann hier alles zubauen. Noch ist das hier zu weit offen. Aber... Hier, das zumindest läuft. Stoff ist kein Problem mehr. Aber ich brauche viel mehr Metall. Und ich hätte gerne eines Tages einfach mal ein Dach. Aber hey, das kommt in der nächsten Folge vielleicht. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Oder abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.